Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Hysteria. In der letzten Folge haben wir in Pendrago uns ein bisschen umgehört und dies und das gemacht und wir machen jetzt weiter mit dies und das, weil wir haben einen Haufen Sachen, die wir, glaube ich, jetzt machen können. Und ich wollte schon sagen, wir haben zum Beispiel hier, wir können nach Gorodin gehen, weil Sergei will irgendwie den Elixierhandel. Nee, Dingens, glaube ich, der Anführer. Einer von den beiden, der Anführer von den verstreuten Knochen oder Sergei, wollte nach Gorodin gehen, glaube ich. Und ja. Wir sind den Irrsinnstein keinen Schritt näher, okay. Kinderbande, wo war das nochmal? Diese Verbrecherbande, die herumläuft in Lastonbell. Vollgranwald. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich, welche die meinen, die Dingens angegriffen haben, die Rose und so angegriffen haben und Rose ist dann so dazwischen gegangen. Aber jetzt weiß ich da wieder, Mann, überhaupt nicht dumm. Okay, ja, egal. Solange die Belohnung stimmt, mache ich alles. Ach ja, da müssen wir auch noch machen. Wir haben jetzt so ein bisschen Open World mäßig was, ne? Wir machen können. Kann ich jetzt nach Dingen zurückgehen? Wie heißt das Gebiet? Highland? Zu Alicia und so. Was ist mit der überhaupt, ne? Kommt die überhaupt irgendwann nochmal wieder? Ich hoffe doch, ne? Die haben wir jetzt auch schon verdammt lange nicht mehr gesehen. Von der Hauptcharakterin, ne? Ich dachte ja irgendwie, sie wäre so die weibliche Hauptcharakterin des Spiels, aber jetzt nimmt irgendwie Rose so ihren Platz ein. Ich kann schon gar nicht mehr erinnern, wie die aussieht, ey. Okay. Ja, ich habe jetzt meine Sachen alle verbrannt. Ich habe mich auch hier importen können, ne? Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Ein Helion. Hi, aha. Level 52, mein Gott, die werden immer stärker. Ich möchte mal Layla haben als Partner. Aua. Aua, hörst du auf damit? Jetzt muss ich hier mitkommen. Gegen Feuer bist du nicht wieder standfähig, ne? Wird irgendwie wenig Sinn machen. Muss mal Feuer haben jetzt nochmal. Jetzt mal Feuerangriff. So. Als andere bist du leider durchschnittlich. Warte mal, da fehlt noch eins. Ja, Feuerangriff. Ja. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich kann ja den hier. Boah, jetzt echt nicht so viel ab. Oh, verdammt. Jetzt muss ich mich so am Kopf kratzen. Ja, können wir so weiter kämpfen, das ist kein Problem. Oh, wat? Halt mal kurz. So, beleg mal wieder kurz. Nein.
Da war eigentlich zu schaffen sein. Wir haben erst die Hälfte abgezogen. Hey, der Angriff kann nur Kampf vor. Aus anderen Spielen. Ich glaube, den hat Elise verloren. Mixer. Ich dachte, Dingens wären effektiv gegen Seraphische Art. Also Dingens hier normale, diese Angriff hier. Oh, sehr gut, Rose. Nicht wieder blickt während der Amortisierung. Ich mach das hochheim. Boah. Ist das? Ist das nicht auch eine neue Attacke? Und eins haben wir, ja. Then why the heck don't you use that? Boah, was zum... Ja, dann auf, ich sollte vielleicht die Titel ändern. Weil ich habe hier einige auf Maximum, das ist nicht gut. Die beiden sind sowieso nicht da. Ruhrposense, ich weiß es nicht. Sehr passend gerade der Moment, ne? Ich weiß. Ja, du kannst noch, obwohl. Jetzt sind wir zwar ein bisschen schwächer, auch hier jetzt auf Maximum. Aber was soll's. Oh, das machen wir nicht platt. Der Angriff ist gut gegen Yui anscheinend. Ja, der Angriff ist so geil, ne? So eine majestätische Flamme. Karton. Majestätische Feuerflamme, irgendwie sowas. Guck mal darauf hier. Sehr gut. Mohaha. この子しか助けられなかった。スレイ、あそこ。あの子まだ息が。やはりどうしたの。一体何事じゃ。おや。ミスター、いいところに。ティンタジェル使わせて。まずは手当てじゃな。子供たちはわしに任せろ。 Sie ran. Alle Kinder leben, ne? Oh, okay. しかし、意識が戻らんのだ。浄化の失敗。いや、原因は精神的なものじゃろ。廃山兵狩りに何があったんだ。 言う通りに山賊をやったのに。あいつ？あんたたちやとわれて山賊を？うん。廃山兵狩りを続けるか迷ってた時、あいつがいい儲け話があるって言われた通りに運送屋を襲ったら、2をすごい高く買い取ってくれた。 調子で働けば近いうちにちゃんとした仕事を紹介してやるって約束も。誰なの、そいつは。わかんない。話はリーダーがしてたし、俺はバカだし。でも信じたんだ。普通の仕事につけるの嬉しかったから。なのに突然証拠は消すって、あいつの傭兵が。 みんなを証拠は消す。俺が、俺
Levelaufstiegsscore. Neues Art. Eine anormale Kugel, sehr schön. Und dann zeigt man ja. Gelber Iris Stein Odin. Heldals Lakaien wandeln unter den Menschen und stiften die Völker dazu an, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. Scheint auf jeden Fall loyal gegenüber dem Typ zu sein. Ah, 1900 hat schon Deso. So, okay. Haben wir immer noch ein paar Quests offen. Wir sind den Irisstein keinen Schritt näher. Anderen Seite ausgehen. Wie wäre es, wenn wir nach Experten für alte Juwelen suchen? Da muss es ein Händler gehen, der sich mit alten Edelsteinen auskennt. Fragen wir ihn. Okay. Sagst du? So ist traurig, weil kein Text da war. あの子たちは仲間と必死に生きようとしてた。悪いことって分かってて抜け出したいとも思ってた。そこにつけ込まれて裏切られ殺された。あの子たちは正しくなかったけど、それで裏切った奴らが正しいってことにもならないよ。それはごめん。俺には分からない。別に責めてるんじゃないよ。 こっちもごめん。それに他人事じゃないしね。どうせ心配すんなって。当然背景をしっかり調べるし、兵馬だったら同士の出番だぜ。分かった。まずは黒幕を見つける。だな。そういうこと。そうだ。あの子たちの世話をするようエギユたちに繋ぎつけとくね。あげ。ストライクノックマスク。 Und einen neuen Titel oder Titel aufgestuft, irgendwie sowas. Pinkwende. Ah. Dann neuer? Ich glaube ja, ne? Oh, hallo. Ja. Mach mal so. Okay. Dingens. Ja, einen Moment.
Ja, so komisch aus. Ja, machen wir so. Aber die Haare, die sehen dann, gucken da so durch, das ist irgendwie blöd. Mal so. Sieht auch komisch aus, aber mal, ich habe eine andere Idee. Nee, verdammt. Verdammt! Ja, ich dachte, mit einem Hut wird das anders aussehen. Aber das macht so. Ja, dann Pendrago wegen Edelsteine, okay. Machen wir das. Du konntest uns das nicht vorher sagen. Da braucht ich da erst ein paar Edelsteine. Hey, wir kriegen Accessoires zum Ausrüsten und Dingens. KP-Kugeln. Wir sagten dazu nein. Gefüllter Tofu. Die Belohnungen, die sind gut. ヒョウマがいるような気がするんだよね。へえ、どんな昔話?あのね、優しいおじさんといじわるなおばさんがいて、飼ってた小鳥の下をおばさんが切っちゃうんだよ。残酷なことをするな。でね、おじさんが逃げた小鳥の宿へ行くと、宝箱をもらってくるの。おばさんが宿へ行くと、恐ろしいものが入った宝箱をもらうの。 でも、そもそも小鳥の下を切るなんてことができるのかい?それを言うなら、小鳥が宝箱を用意したってとこもおかしいよ。小鳥の宿っていうのも、巣の間違いじゃん。ちょっと!話の趣旨が違う! Voll falsch interpretiert hier. Sehr gut gemacht. Okay. Ein Typ, der sich mit Edelstein auskennt. Wo könnte das sein? Ein Händler. Händler, also hier, Geschäfte. Wo? Hier, oder? Nein? Okay. Naja, gut, und den müssen wir auch legen. Da muss es ein Händler gehen, der sich mit alten Edelstein auskennt. Fragen wir ihn. Wer ist mit dir? Also, Mann, schau dich in Ruhe um. Wünsche mein Vater wäre da, er hätte Freude an dir gehabt. Wenn du mal in ein Bier mit einem hättest sehen können, wären wir vielleicht dann echte Brüder geworden, okay. Der eine Typ wartet ja auch noch in so eine Ruine, damit wir den irgendwie einen Brief übergeben können. Aber wir haben noch genug zu tun, anscheinend. Erstmal suchen wir hier den Händler. Und wir müssen ja Opas Pfeife zurückgeben, also nehme ich mal an, wir können irgendwann auch da wieder zurück nach, wie heißt die Stadt nochmal, oder Dorf Elysium, ne? Das heißt, wir können nach Damensee auch irgendwann zurück, anscheinend. Erstmal suchen wir den Händler für Edelsteine. Ich glaube, wüsste, wo er ist. Jetzt ja, aber nicht irgendwie in so einer Gasse oder so verstecken. Hoffe ich. Er ist da auf dem Platz. Da sind doch bestimmt viele Leute, ne? Ne. Komm schon irgendwo. Schon so einen getroffen? Ich glaube nicht, ne? Na los, komm schon. Ich werde ja nicht sagen, wenn es noch nicht wahr ist. Bist du ein Händler?
Also, ich will jetzt hier nicht umsonst rumlaufen. Ich danke meiner Dingens hier. Ach da, okay, gut, sehr gut, ausgezeichnet, wunderbar. Wir geben uns noch so einen Stein, wenn es geht. Außerdem sieht sie genauso zwielig aus mit ihrer Maske und ihrem Outfit. So schnell。偽道士と思ってるんだよ。私は詐欺の被害者だってさ。勝手なことを。仕方ないですわ。そういう方は、あちこちにいますし。そんなのと同じ扱いとは。相手にしてもしょうがないっしょ。Irgendwo läuft eine falsche Auserwählte herum wahrscheinlich. Ja, das ist was mich aufregt. Ja, dann Gafferes Ruin. Ne, das war die Ruine, wo wir schon mal waren, ne? Der Typ ist ja auch da, glaube ich, ne, in den Ruinen. Gehen wir mal dahin. Hier dieser, weiß ich nicht, Abenteurer Typ. Ich finde da mehr irgendwie jedes Mal, wenn Edna erwähnt wird, dann regt sich mit Cleo auf, aber okay. So, ich hätte vielleicht im Gasthaus nochmal übernachten sollen. Warum sagen wir alle immer erst später? Dann gehen wir noch mal dahin. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Im Feld sagen wir auch, ne? Ja, da fehlt es ruhig. Da ist aber der Typ, glaube ich, auch drin, ne? Der Abenteurer. Den wir im Brief übergeben sollen. Das ist jetzt lange her, seit wir gespeichert haben. Mein Gott, sieht halt sehr schön aus. Fällt mir gerade auf. Ist ja kein Regen mehr. Jetzt sieht da alles wunderschön aus. Da oben ist eine Truhe. Lass mich raten, da drin ist eine Prüfung. Wir wollen mal wetten. Maven hat gesagt, er müsste etwas bei der großen Camelot-Brücke erledigen. Schade, ich hatte gehofft, wir könnten uns bei einem Krug Bier entspannen. Es wäre eine lange Reise. Hier sind wir letztes Mal, glaube ich, nicht lang gegangen, ne? Gerade mit unserer Steinfaust können wir jetzt hier alles platt machen, ne? Ich bin zu weit vom Level Up entfernt. Oh, echt? Welcher Level seid ihr denn? 32, was seid ihr denn? Verstehe mal nicht, wie die Kamera so verkorkst werden konnte. Was? Ich dachte, wir tun uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und nicht Gletscherohrringe. Nicht einfach, weiß ich nicht. Teleportieren.
Angriff und Angriff. Hey. Wenn wir sowieso nicht alles erkunden können. Was? Hm, oh, da sind Kräuter. Verdammt. Oh Mann, echt. Oh, wie konnten die Kamera so vergeigen? Jetzt ganz ehrlich. Das liegt wahrscheinlich daran, weil man überall hier kämpfen kann. Das kommt irgendwie nicht so gut damit klar. Weil man kann überall kämpfen auf der Weltkarte, aber trotzdem. Ich glaube, das kommt irgendwie nicht so gut damit klar. Programmsystem, was weiß ich. An irgendwelchen Wänden waren da so Zeichen, das weiß ich noch. Beispiel hier. Ha, ist das. Hier ist bestimmt die Erdprüfung, ne? Können wir mal wetten. Okay, kann ich jetzt eine Abkürzung oder so machen? Was? So. So geht's natürlich auch. Okay, ich muss das jedes Mal öffnen, wenn ich jetzt da vorbeikomme. Gott sei Dank. Mir sei Dank. Und hier... Bats. Lavendel. Noch ein bisschen herum. Ich mache dann rechtzeitig einen Schnitt. Und da ist ein Norman. Hallöchen. Gehen wir dir mal. Mirak. Und da haben wir direkt was. Kümmern wir uns mal darum direkt erst. Das sind Gegner irgendwo. Und hier ist ein Speicherpunkt, das ist auch perfekt. Ich sage, ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria. Danke euch allen, dass ich viel zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.